wirst auf jeden Fall mehr Bewusstsein dafür haben, was du isst und vor allem wie viel du isst. Das hat mir schon bei 3 Wettkampfdiäten extrem geholfen. Ich habe generell in den letzten 10 Jahren 7 Anläufe gestartet, wo ich eine Gewichtsreduktion von bis zu über 15 Kilo erreicht habe. Schade ist halt einfach nur, dass die meisten Leute solche Apps nicht nutzen, obwohl sie es bequem auf dem Smartphone haben können. In diesem Video möchte ich mit dir besprechen, wie du durchs Tracken über MyFitnessPal, FatSecret oder ähnlichen Apps es schaffst, nachhaltig abzunehmen. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass die meisten Leute, die noch nie irgendwelche Berührungspunkte mit dem Abnehmen oder mit der Ernährung an sich hatten, halt gar kein Bewusstsein haben, wie die Ernährung funktioniert oder wie kalorisch ihre oder hochkalorisch tatsächlich ihr Essen ist. Und deswegen hilft dir so eine App enorm. Und deswegen verstehe ich nicht, wie man es nicht in Anspruch nehmen kann, eine kostenlose App mit in seinem Alltag zu integrieren, sie einfach mal zu nutzen, sich mal da ein bisschen hinter zu klemmen, um mal 2-3 Minuten seines Tages dafür zu investieren. Weil ich kann dir eins sagen, egal ob du unser Coaching buchst oder nicht, du wirst auf jeden Fall mehr Bewusstsein dafür haben, was du isst und vor allem wie viel du isst. Und das ist ein sehr, sehr guter Richtwert, womit es schon mal in eine richtige Richtung gehen kann. Ja, natürlich ist es wichtig, dann noch zu erkennen, wie hoch dein Gesamtdefizit sein soll, wie du das über die nächsten Monate hinaus aufbaust und strukturierst. Aber es geht schon mal in eine richtig gute Richtung, wenn du MyFitnessPal, FatSecret oder ähnliches für dich nutzt und das als neue Routine für dich in 2023 mit implementierst. Ja, ich benutze FatSecret seit 2014. Ja, es hat mir schon bei 3 Wettkampfdiäten extrem geholfen. Ich habe generell in den letzten 10 Jahren 7 Anläufe gestartet, wo ich eine Gewichtsreduktion von bis zu über 15 Kilo erreicht habe und da hat die App mich sehr, sehr gut unterstützt. Ja, das ist an der Stelle keine Werbung, das ist keine Kooperation oder sonstiges. Ich spreche da einfach aus meiner Erfahrung und kann euch mit einem guten Gewissen die Empfehlung aussprechen, dass ihr bitte solche Apps nutzen sollt. Ja, und wir geben da auch ganz klare Anleitungen mit im Coaching, wie du diese Apps richtig nutzt. Ja, du halt dadurch schneller mal ein Kilo oder mehr pro Woche abnehmen kannst und du eben nicht so viel Zeit mit solchen Apps verschwendest, weil ich höre immer wieder, dass Leute sagen, sie haben die Lust daran verloren, es kostet sie zu viel Zeit. Das ist wahrscheinlich einfach der falsche Ansatz dahinter, was auch nicht weiter schlimm ist. Da geben wir halt eine Step-by-Step-Anleitung mit dem Coaching für, wie du das richtig anwendest. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil die Leute vor 30, 40 Jahren hatten eben nicht die Möglichkeit und konnten dementsprechend nicht so schnell abnehmen wie Leute heute. Schade ist halt einfach nur, dass die meisten Leute solche Apps nicht nutzen, obwohl sie es bequem auf dem Smartphone haben können, ja, und alles tracken können. Du kannst deinen Chicken Teriyaki Wrap tracken, du kannst einen Cheeseburger von McDonald's tracken, du kannst eine Milka-Tafel tracken, du kannst alles tracken mit der App. Bequem über einen QR-Code oder du gibst es selber ein, ja, und das ist halt kein Aufwand. Und du musst bereit sein, mal ein paar Minuten im Alltag dafür zu nutzen, um halt an deinem körperlichen Erfolgen zu arbeiten. Ja, das schmeißt dir keiner zu, das fällt dir nicht in den Schoß. Du musst das Bewusstsein selber aufarbeiten, beziehungsweise dir auch noch die Hilfe holen. Aber selbst wenn du die Hilfe beispielsweise bei uns holst, musst du es ja selber auch trotzdem eigenständig umsetzen. Ja, und dementsprechend nutze MyFitnessPal oder irgendwelche anderen Tracker-Apps. Die werden dir nachhaltig helfen, abzunehmen oder Muskulatur aufzubauen. Ja, mach das. Und wenn du dort eine Anleitung benötigst und auch verstehen willst, wie das im Gesamtrahmen für dich funktioniert, weil so eine App zu benutzen ist ja nur ein kleines Puzzleteil vom Gesamten, ja, dann trag dich gern für das kostenlose Erstgespräch mit mir ein, wo ich deine Situation unverbindlich analysiere und dir aufzeige, wie unsere nachhaltige Strategie auch bei dir funktionieren kann. Und ich auch einfach schaue, wo du stehst. Wir gucken gemeinsam, ob das vielleicht für eine Zusammenarbeit passt. Wie gesagt, ein völlig unverbindliches Gespräch und dementsprechend trag dich gerne über den ersten Link hier unterhalb des Videos in der Videobeschreibung ein. Und vielleicht hören wir in den nächsten Tagen sogar persönlich voneinander. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Dein Christopher.